Sanierung der Hauptfeuerwache. Seit 50 Jahren ist die Passauer Hauptfeuerwache an der Leonhard-Pamminger Straße stationiert. Nach einer Erweiterung im Jahr 1998 ist es jetzt Zeit für eine Modernisierung. Die Stadtverwaltung Passau möchte in zwei Bauabschnitten die Fachwerkstätten auf dem Gelände neu errichten sowie die Hauptwache sanieren. Einen neuen Standort wird es nicht geben. Die derzeitige Lage bezeichnet die Stadt Passau als optimal. Die Planungen dafür werden kommenden Dienstag im Passauer Ausschuss für Bauen und Liegenschaften in einer Sitzung entschieden.